Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Landvogt TV. Das ist ein Mann, das ist ein Frau, Tatü, Tata, der Landvogt. Und Mikrofonjongleur Cesaro ist da, da hier heute bei Monday Night Raw. Meine Damen und Herren, und natürlich, oh, was habe ich denn hier, ja. Ein neues, schmuckes T-Shirt, meine Damen und Herren, vom Landvogt. Dem Profi hier, wunderschön natürlich, das neue Cesaro-Shirt. Also los, einkaufen gehen, meine Damen und Herren, und den Landvogt unterstützen. Da habe ich schon gerade vom Landvogt unterstützen sprechen, die Cesaro-Section. Schönen Dank an die deutsche Cesaro-Section hier vom Landvogt persönlich. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Man hoffe ich weiter, dass hier SummerSlam geguckt hat. Cesaro gegen Kevin Owens. Leider ging es nicht so aus, wie ich mir das erwünscht hätte, da Kevin Owens zu fraglichen Mitteln gegriffen hat. Da von wegen denke ich mal nicht, dass das zu Ende ist. Was heißt das für den Landvogt? Wieder aufstehen, aufrappeln und weitermachen. Weitermachen hier bei Monday Night Raw mit einem 8-Man-Tag-Match, meine Damen und Herren. Und natürlich mit Landvogt TV, wo ich auch Fragen beantworte. Herr Stärk fragt den Vogt, meine Damen und Herren. Und eine solche Frage hier heißt es natürlich, was war dein bestes Match bei der WWE? Ja, meine Damen und Herren, das ist schwer zu beantworten, weil ich hatte so viele gute. Nein, natürlich. Versuche ich natürlich, mich jedes Mal zu steigern und dass das nächste Match mein bestes Match wird. So lebt der Landvogt. Jeden Tag muss besser sein oder sollte besser sein als der Tag zuvor. Ein Match, das ich mich definitiv daran erinnere und sehr gerne daran erinnere, ist, als ich die Honor the Giant Memorial Battle Royal bei WrestleMania 30 gewonnen habe, meine Damen und Herren. Und jetzt natürlich noch zu guter Letzt, da ich jetzt schon ziemlich eine Weile geredet habe, der Witz des Tages. Was duscht in der Wüste? Ja, natürlich eine Hygiene. In dem Sinne, meine Damen und Herren, der Landvogt hat gesprochen.